Dies ist mehr als nur ein rotes Label. Es ist das Cotton Made in Africa Label. Wenn du dich für ein Cotton Made in Africa Produkt entscheidest, dann entscheidest du dich auch dafür, über 670.000 afrikanischen Kleinbauern und ihren Familien zu helfen. So wie Elio und seiner Familie. Elio ist Baumwollbauer und Mitglied der Initiative. Seine Baumwolle wird in die Produktionskette eingespeist. Elios Kunden sind Baumwollgesellschaften, die ebenfalls ein Teil der Initiative sind. Hier wird die Baumwolle entkernt und danach auf den offenen Markt gebracht. Aber was hat Elio nun davon? Er profitiert nicht nur von der allgemeinen Nachfrage, sondern eben von einer ganz besonderen. Denn seine Baumwolle wird als Cotton Made in Africa zur weiteren Verarbeitung verkauft. Und je höher die Nachfrage nach Cotton Made in Africa Produkten, desto höher ist der Bedarf bei den Fabriken. Alle wollen Elios Baumwolle. Durch unsere Nachfrage helfen wir. Hilfe durch Handel. Die Bauern profitieren außerdem von Lizenzgebühren, die Unternehmen wie Otto für jedes verkaufte Produkt abführen. Das Geld fließt besonders in die Schulung umweltfreundlicherer und gleichzeitig effizienterer Anbaumethoden. Ein Plus für die Bauern und die Natur. Das verbessert nachhaltig auch Elios Lebensbedingungen und die seiner Familie. Denn zusätzlich wird der Bau von Schulen und die Errichtung von Brunnen für eine bessere Trinkwasserversorgung gefördert. Ein nachhaltiger Kreislauf entsteht. Und damit dieser in Fahrt bleibt, darf ein Glied dieser Kette nicht fehlen. Kunden, die sich für Cotton Made in Africa Produkte entscheiden. Cotton Made in Africa leistet seit über 10 Jahren Hilfe zur Selbsthilfe und ist ein wichtiger Teil unseres Wegs zu mehr Nachhaltigkeit. Trag auch du deinen Teil bei mit dem Kauf von Cotton Made in Africa Ware und indem du dieses Video teilst.